Hallo und herzlich willkommen, hier ist Michelle von Stempelrausch. Schön, dass du wieder vorbeischaust. Als erstes wünsche ich dir ein frohes, neues und gesundes Jahr. Ich höre mich noch ziemlich erkältet an, das liegt daran, dass ich seit Weihnachten einen richtig ätzenden Husten habe, den ich nicht so wirklich loswerde. Und deswegen konnte ich vorher auch kein Video drehen, weil ich wirklich nur am Husten war. Dann wäre kein vernünftiges Video zustande gekommen. So, heute geht es um die neuen Stempel, die wir bekommen, beziehungsweise die schon im Frühjahr-Sommer-Katalog und in der Celebration-Broschüre erhältlich sind. In diesem Video wirst du auch noch ganz viele Tipps von mir hören, also bleib unbedingt dran. Auch wenn du sagst, ich habe hier schon diverse Videos gesehen über die neuen ablösbaren Stempel, vielleicht ist da doch noch der ein oder andere wertvolle Tipp für dich dabei mit der ganzen Handhabung. Genau, also mit der Celebration und dem Frühjahr-Sommer-Katalog gibt es neue Gummistempel. Wir haben ja die ablösbaren Stempel, beziehungsweise also die neuen Stempel nennen sich ablösbare Stempel. Die sind auch vorher schon ablösbar gewesen. Das ist halt ja, eine Übersetzung, die im Englischen heißt das Cling Stamps. Und hier heißt es ablösbar. Also die alten Stempel sind ja auch ablösbar gewesen, aber die neuen, die haben eine neue Klebekraft. Also die Motivaufkleber, die du auf der Rückseite anbringen kannst, die sind so extrem haftend, da muss man echt aufpassen. Also das ist wie super Haftkleber. Auf jeden Fall, die Holzstempel, die werden mit dem neuen Katalog 2000, also mit dem neuen Jahreskatalog 2019-2020, welchen wir dann ab Juni bekommen werden, die Holzstempel werden uns verlassen. Es wird dann nur noch die Stempel geben, also die Fotopolymer-Stempel. Das sind ja die durchsichtigen hier. Das ist jetzt eins aus der Celebration, welches ab 120 Euro gratis erhältlich ist. Es gibt ja noch weiterhin tolle Gratis-Produkte aus der Celebration, die bereits schon ab 60 Euro erhältlich sind. Wenn du noch keine Demonstratoren hast, wo du deine Bestellung aufgeben kannst, meine Kontaktdaten findest du in der YouTube-Infobox, also in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog auf www.stempelrausch.de. Zur Celebration habe ich einen Blogbeitrag geschrieben, den Link dazu, den blende ich dir hier rechts oben einmal ein. Und die neuen ablösbaren Stempel werden genauso montiert wie die alten sozusagen. Und die Anleitung der Motivaufklebermontage findest du hier auch in der Innenseite der Stempelsets. Die ablösbaren Stempel erkennst du daran im Katalog, beziehungsweise wenn du die auch geliefert bekommst, dass dann da steht ablösbar. Wie zum Beispiel hier. Also dieses Zeichen da im Katalog, da steht dann halt ablösbar. Das sind dann die neuen Stempel. Und hier steht das auch drauf, Stempel ablösbar. Und hier an der Seite auch. Also daran erkennst du das, wenn du dann deine ganzen Stempel dann zu Hause hast. Da steht das dann, Stempel ablösbar. Dann siehst du dann, das sind dann die neuen Stempelsets. Ich habe sonst immer die ganzen Motivaufkleber nicht raufgesetzt, weil die einfach schlecht halten. Ich werde das jetzt einmal hier mal demonstrieren. Also so, wie gesagt, halten sie ja super. Übrigens, die musst du jetzt nicht so bearbeiten, beziehungsweise die Motivaufkleber raufmachen. Ich finde es halt super angenehm, gerade bei Sprüchen, dass man dann sieht, welcher Spruch das ist. Weil manchmal ist das ein bisschen in Spiegelschrift zu lesen, ein bisschen kompliziert. Und von daher, also bei diesen Motiven mit den Sternen, und da ja, muss man nicht unbedingt einen Motivaufkleber raufmachen. Aber dass man dann auch sieht, aha, so rum habe ich das jetzt. Dann ist das richtig rum. Dann sind die Motivaufkleber schon eine wertvolle Hilfe. Also wenn die jetzt, das sind jetzt wie gesagt die alten Modelle. Das wird genauso handgehabt wie mit den neuen sozusagen. Also du kriegst dann ja diese Motivaufkleber, die sind ja immer jedes Mal mit dabei in der Packung. Das hier einmal gelöst. Und du siehst aber schon hier, wie der Aufkleber gleich hochkommt. Das ist bei den neuen Stempeln nicht so. Also bei den neuen Aufklebern.
So, jetzt habe ich hier zur Hilfe noch meinen Aufhebhelfer. Der kommt nachher auch nochmal zum Einsatz. Also wenn du den noch nicht hast, überleg dir auf jeden Fall, den mitzubestellen bei der nächsten Bestellung, weil der wirklich so vielseitig ist. So, jetzt muss ich mal gucken, wie rum der gehört. Wo? Warte mal. Aha. Genau. Von den Maserungen oder von den Linien her. Also dann setze ich den jetzt hier genauso drauf. Guck, dass das passt. Und ich habe hier jetzt schon ein bisschen zu weit nach außen geklebt. Also die Folie guckt über den Stempel hinaus. Hier kann ich die Folie noch einmal abziehen, vorsichtig. Bei den neuen nicht. Also theoretisch kann man das dann hier so einmal in die Hand nehmen und hier mal so aufsetzen. Und das Überschüssige könnte man mit der Schere einfach wegschneiden. So, das ist jetzt hier mein Stempel. Wenn der Acrylblock sauber ist, hält das einigermaßen. Also ich habe die gestern alle einmal sauber gemacht. Aber sobald da ein bisschen Schmutz oder Fingerfett oder sonst irgendwas drauf ist, dann kann es sein, dass du dir dann das Projekt ein bisschen verhunzt. Sobald du dann wieder in den Stempelkissen gedrückt hast und willst dann stempeln, dann fällt dann oftmals dann der Stempel runter und dann hast du schon den Ärger. So, das sind jetzt alte Modelle. Jetzt kommt ein neues Modell. Herzenssache aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog mit passenden Framelits gibt es die. Also wenn das Stempelset neu geliefert wird, ist es sozusagen ja auch unmontiert. Du musst es einmal komplett aus der Perforation dann lösen. Ich nehme jetzt hier einfach mal einen Spruch. Du hast gesehen, hier ist das perforiert. Das wird dann ja einfach so rausgebrochen. Dann wird die Schutzfolie hinten abgezogen. Also du kannst jetzt auch den Stempel ganz normal so weiter verwenden wie vorher auch. Jetzt kommen die neuen Aufkleber zum Einsatz. So, jetzt gucke ich einmal, wo der ist. Also die Seite, wo die Schrift jetzt richtig zu lesen ist, die wird jetzt nicht abgezogen. Also du musst es einmal umdrehen, wo die Seite hier so ein bisschen glänzend ist. So, jetzt muss ich einmal gucken, welchen ich überhaupt habe. Das war, Moment. Mit dir sind die kleinen Dinge das Größte. Das wäre der hier. Und jeder Aufkleber ist in der Mitte geteilt, sodass du die dann besser lösen kannst. So, das löst du dann vorsichtig ab. Also zu dieser Aufklebermontage mit der neuen Variante, nimm dir dafür Zeit. Nicht einfach so husch husch, weil das Problem ist, die sind so stark haftend, du hast nur einen einzigen Versuch. Wenn du den jetzt so aufkleben würdest, dann hast du sozusagen Pech gehabt und der Aufkleber ist dann so und du kriegst den nicht mehr ab. Da machst du dir das Gummi kaputt. So, und jetzt genau positionieren und runterdrücken. Und dann ist der Motivaufkleber drauf. Und ich habe jetzt, wie gesagt, nur am Zeigefinger. Und da ist so stark. Jetzt ist er mal abgefallen. Also der ist wirklich mega stark. Wenn du den dann montierst, dann siehst du, ah, das ist der Spruch. Das ist doch viel cooler, oder? Also ich finde das total klasse. Aber hier gibt es dann erstmal ein kleines Problem. Beziehungsweise ist ja super, dass er so toll hält, aber der hält so stark, dass es manchmal sein kann, dass du den gar nicht so schnell oder so gut abbekommst vom Block. Also du musst gucken, dass du direkt am Aufkleber abziehst, also hier so eine Kante findest und dann so hochziehst. Also nicht hier oben einfach am Gummi, wie das bei den alten Stempeln so war. So kannst du ja dann deinen Stempel hier so nehmen und dann einfach so abziehen.
Hier ist Vorsicht geboten. Also nicht einfach so husch, husch, sondern wirklich vorsichtig, weil manche sind wirklich so stark, dass da musst du echt aufpassen, dass du das Gummi nicht kaputt machst. So, jetzt kommt wieder ein Tipp. Wenn du den nicht so wirklich abbekommst, an keiner Ecke, und du hast den Aufhebhelfer, dann versuch mit dem Spatel hier einmal drunter zu fassen. Damit kriegt man das dann auch ab. Wenn du den Aufhebhelfer nicht hast und hast vielleicht, was weiß ich, ansonsten vielleicht auch Probleme, Stempel, die montierten Stempel wieder loszubekommen oder so, dann habe ich noch einen Tipp für dich und benutze ein bisschen Washi-Tape, also Motivklebeband. Vielleicht hast du ja noch irgendwo einen Rest zu Hause rumfliegen und den kannst du dann einfach ein bisschen da drunter an eine Ecke setzen. Stempelst du und wenn du fertig bist mit Reinigen, dann wird er einfach hier so abgezogen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wenn er dir zu stark ist, dann kannst du mit sauberen Händen, aber du hast ja trotzdem immer noch, also mit gewaschenen Händen, du hast ja trotzdem immer noch Fingerfett drauf, patsch da dann ein bisschen drauf, sodass die Klebekraft ein bisschen geringer wird und dann kriegst du den vielleicht noch ein bisschen leichter ab. Wenn die mal total dreckig geworden sind, also voller Krümel oder zu, so, dass sie nicht mehr haften sollten, dann kannst du die auch unter fließendem Wasser abwaschen. Das geht auch. Wichtig ist, dass du kein Alkohol da verwendest. Also nicht mit Nagellackentferner oder dem Stays-on-Reiniger darfst du da nicht raufgehen, weil dann der Aufkleber kaputt geht oder kaputt gehen kann. Und wenn du die alle montiert hast, deine ganzen Gummistempel, den Rest nicht wegschmeißen, weil der Rest ist ja auch noch diese Klebefläche. Die kannst du nämlich toll für deine alten Stempel verwenden, wenn du jetzt hier zum Beispiel so einen Motivaufkleber drauf hast und die halten nicht. Und ich hatte ja schon mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal ein Video gedreht, wie die dann doch halten. Da hatte ich dann gezeigt, wie du dann einfach Tombow-Kleber dann drauf machst und ein bisschen verstreichst und antrocknen lässt. Dann ist das diese sogenannte Non-Permanent-Klebekraft. Also kannst du immer wieder abziehen. Aber das, was ich dir jetzt zeige, finde ich noch viel cooler. Denn du kannst mich hier von Stücken draufsetzen. Und wichtig ist, was mir jetzt passiert ist, also als ich die geliefert bekommen habe und die erst montiert bekommen habe, da dachte ich schon so, cool, also den Rest kann man toll für die anderen verwenden. Allerdings sollte man nicht die komplette Fläche aufkleben. Weil du hast ja gesehen, der alte Aufkleber, den kann man ja wieder abziehen. Bei den neuen, hier ist er, bei den neuen ist der drauf. Also der geht nicht mehr ab. Und dadurch, dass der sich ja wieder ablösen lässt und wenn du dann einmal die komplette Fläche aufklebst, und du dann gestempelt hast, siehst du, der fällt schon ab. So habe ich das hier, das Beispiel, mit Liebe gemacht. Da habe ich den Motivaufkleber raufgesetzt. Hier einmal einen kompletten Blanko sozusagen raufgeklebt, ausgeschnitten. Und der ist dann auch wieder so stark, dass sich dann einmal das komplett gelöst hat. Das ist ja dann auch wieder nicht sinnig. Also, ja, macht leider überhaupt keinen Sinn. Und deswegen habe ich einfach nur ein paar kleine Stücken draufgesetzt. Ich hoffe, das kannst du sehen bei dem Herzen hier zum Beispiel. Ja, das kann man sehen. Also wirklich nur ein kleines bisschen und das reicht schon. Hält. Und du ziehst nicht den kompletten Aufkleber dann wieder ab, wie bei dem hier. Also das ist so genial. Also wäre natürlich toll, wenn es damit ab vielleicht nochmal so Blankozettel, Blankoklebeblätter anfertigt oder zum Verkauf anbietet. Da muss ich dann nochmal hinschreiben und diesen Vorschlag machen. Weil solche Vorschläge werden auf jeden Fall gelesen. Ob das umgesetzt wird, ist eine andere Sache.
Und jetzt nehme ich einfach mal die andere Seite. Also hier sieht man das dann auf der Rückseite, hatte ich schon ein bisschen was verwendet. Also das ist dann die Seite, die nachher unten ist. Und dann kann man nämlich vorher mal hier schon mal so ein bisschen vorher abziehen und dann wieder runtersetzen. Und dann sehe ich dann, Stern, also da brauche ich dann nicht viel. Da reicht echt so ein kleines Eckchen. Ah, das hat sich hier schon gelöst. Nee, hat sich noch nicht gelöst. So. Und das setze ich dann jetzt hier so drauf. Ziehe die Folie wieder ab und das Überschüssige schneide ich einfach weg. Also wie gesagt, es reicht dann wirklich nur so ein kleines Stückchen. Never ever komplett draufsetzen, weil sonst hast du den Aufkleber nachher am Acrylblock. Und das ist ja wirklich dann nicht der Sinn der Sache. Das Schöne ist, dass es ja transparent ist, du siehst ja trotzdem den alten Motivaufkleber. Und somit könntest du dir dann die Sprüche, also oder die Stempel, die du gerne mit Aufklebern montiert haben möchtest, kannst du dir dann sozusagen dann auch richtig stark haftend machen. Genau, also das ist dann dieser Tipp. Was hatte ich noch für einen Tipp? Die Stempel solltest du dann auch nicht zu lange auf den Blöcken lassen. Also wenn du gestempelt hast, wenn du fertig bist, einfach ganz normal sauber machen und wieder zurück in die Verpackung legen und nicht irgendwie ein paar Tage, Wochen oder Monate lang auf dem Block lassen, weil dann ist es noch schwieriger, den dann wieder runter zu bekommen. So, hier habe ich jetzt ja alle Stempel schon einmal montiert. Das siehst du ja hier. Und ich habe das, so angelegt, dass ich sehe, wenn ich jetzt hier so aufklappe, Freunde sind die Familie, Punkt, 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 habe ich den dann hier rechts oben. Also quasi einmal genau darunter. Weil diesen Motivaufkleber, den ich ja sonst immer in der Folie hatte, so wie hier, da konnte man dann immer noch so ungefähr sehen, welcher das dann ist. Die kriegt man teilweise auch dann schlecht von der Verpackung gelöst, weil die so stark sind. Aber da muss man dann auch wirklich vorsichtig mit umgehen. Du kannst auch das Gummi hier so reinlegen und das dann so drauflegen. Dann kriegst du die auch ein bisschen einfacher und schneller raus. Hier ist es dann aber auch wieder so, wenn du die dann zumachst und ins Regal stellst oder vielleicht so stapelst, wie auch immer, dann kann es sein, dass die dann, ich mache das jetzt mal absichtlich, ich drücke mal ein bisschen an, dann haften die dann auf der anderen Seite. Ist auch dann, naja, so soll es ja auch nicht sein. Aber so kriegt man die dann, glaube ich, kriege ich gerade ganz gut ab. Und hier kommt dann gleich mein nächster Tipp. Also das Video ist wieder länger geworden als gedacht. Aber es liegt daran, dass ich dir einfach diese ganzen Tipps mit auf den Weg geben möchte. Ansonsten ist sowas eigentlich schnell erklärt, wie du die neuen Stempel montierst. Wenn du die Mehrzweckaufkleber hast, die großen in 6x12 Inch, also 15,2x30,5 cm, dann kann ich dir auch empfehlen, den Rest, also wenn man das hier so abzieht, aufzubewahren. Das ist jetzt, das habe ich eben aus dem Mülleimer gekramt, weil mir die Idee kurz vorm Video gekommen ist. Und das ist jetzt alles so geknickt, also dieses große Stück. Ich habe hier noch ein kleines Stück, was gerade ist. Dann kannst du dir das ungefähr vorstellen, wie ich das meine. Also das haftet nicht daran. Das könnte man auch noch da drauflegen. Somit ist dein Gewerbe leistet, dass du die Motivstempel wirklich super einfach und schnell rausbekommst. Kannst du dann hier so rauflegen. Schneidest du dir das dann zurecht, wie groß das sein soll.
So. Klappe zu, Affe tot. Oder wie sagt man dazu? Das war's mit meinen Tipps. Und zu diesen ganzen ablösbaren Stempeln, die jetzt neu sind. Also du kannst das montieren, musst es aber nicht. Und vielleicht war ja da ja der ein oder andere hilfreiche Tipp für dich dabei. Wenn ja, dann würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das. Dann bekommst du ja regelmäßig kostenlose Anleitungsvideos zu sehen. Und wenn du die Glocke aktivierst, kannst du das so einstellen, dass du immer benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Teil auch gerne dieses Video. Und wenn du Fragen hast, dann würde ich mich auch über Kommentare freuen. Die kannst du ja hier unter dem Video hinterlassen. Und ansonsten sehen wir uns auch schon bald wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!